Hey Leute, heute für euch 7 verstörende Momente in Kinderfilmen. Los geht's! Nummer 7. In Ariel, die Meerjungfrau, verwandelt Ursula beim finalen Duell gegen Ariel König Triton in ein kleines seltsames Etwas und bläst sich anschließend selber immer weiter auf, sodass sie am Ende so groß ist, dass sie die komplette Umgebung verdunkelt. Doch ein Disney-Film wäre ja kein Disney-Film, wenn am Ende nicht doch alles gut ausgeht. Nummer 6. Der Film Jumanji ist an sich schon ein sehr gruseliger Film. Doch so richtig verstörend wird es erst an der Stelle im Film, in der dem kleinen Peter überall am Körper Haare wachsen und er sich in einen Affen verwandelt. Dies geschah allerdings, weil er beim Spiel schummeln wollte. Was lernen wir also daraus? Man sollte niemals bei einem Spiel betrügen. Kommen wir zur Nummer 5. In Der Zauberer von Oz schickt die Hexe eine Armee von fliegenden Affen los, um Dorothy zu entführen. Diese Stelle im Film ist wirklich unglaublich verstörend, denn es herrscht ein absolutes Chaos und die geflügelten Affen jagen einem wirklich eine Heidenangst ein. Und die Nummer 4. Auch im sehr lustigen Animationsfilm Toy Story gibt es einige sehr verstörende Momente. Als unsere Helden in die Gefangenschaft von Sid geraten, wird das Kinderzimmer des Nachbarsjungen zur Spielzeughölle. Gerade in so einem Film wie Toy Story hat wohl niemand mit solch düsteren Figuren gerechnet und daher schocken sie einen umso mehr. Nummer 3. Niemand von uns läuft gerne alleine nachts durch den Wald. So auch nicht Schneewittchen aus Schneewittchen und die 7 Zwerge. Die Äste im Wald greifen nach ihr, Baumlöcher werden zu leuchtenden Augen und natürlich war alles nur ein Traum. Dennoch ist dies hier eine sehr angsteinflößende Stelle im Film und damit kommen wir zu Nummer 2. Im Film Pinocchio gelangt Pinocchio auf die Vergnügungsinsel. Hier dürfen alle Kinder zwar machen, was sie wollen, doch anschließend verwandeln sich alle Kinder in Esel. Zwar gelingt es Pinocchio mit Jiminy von der Insel zu fliehen, aber die anderen Eselkinder bleiben auf dieser schrecklichen Insel zurück. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Dumbo, der fliegende Elefant, ist ein absoluter Disney-Klassiker. Neben einigen sehr traurigen Szenen im Film gibt es einen Moment, der besonders in Erinnerung bleibt. Als Dumbo und Timothy sich aus Versehen mit Champagner betrinken, gelangen sie in einen Albtraum mit sehr gruseligen rosa Elefanten. Das Ganze ist dann auch noch mit furchtbarer Musik unterlegt. Einfach nur seltsam das Ganze. Ja Leute, welche gruseligen Kinderfilme kennt ihr noch? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch eine positive Bewertung, dann wissen wir Bescheid. Hier gibt es jetzt noch ein weiteres cooles Video für euch. Zum Anschauen klickt einfach drauf. Das war's mal wieder für heute. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao.